Hallo, ihr kennt bestimmt auch das Problem, wenn man an so ein Lade- und Messgerät verschiedene Handy-Akkus überhaupt prüfen will. Aber dafür habe ich was gebastelt. Aber jetzt kommen wir erstmal zu einem anderen Akkutyp. Diesen Akkutyp habe ich schon mehrmals getestet. Da habe ich einfach so ein Samsung-Handy. Ein altes Samsung-Handy auseinandergenommen und hat mir hier so einen Ladeadapter gebaut. Oder passt auch hier rein und habe das hier an mein Messgerät angeschlossen. Angenommen, ich will den Akku jetzt hier überprüfen. Das passt ja nicht mehr rein. Aber jetzt habe ich mir was gebastelt. Hier haben wir hier so einen Ladeadapter gebastelt. Und das Kabel kommt ja jetzt hier von der Lade- und Messgerät und geht hier auf die beiden Kontakte. Hier und diese Kontakte kann ich hier nach Akkugröße, kann ich hier nach links, rechts, vorne, hinten stecken. Ja, und die beiden Kontakte hier. Haha, habe ich auch so einen alten Uralt-Handy ausgebaut. Das habe ich auch noch ein bisschen ausgebaut, gesägt. Ja, die kann man jetzt hier schön stecken. Dann aber auch hier auch nochmal so einen Klotz für die etwas klareren Akkus. Dann wollen wir den jetzt hier mal anklemmen. Ja, so sieht das jetzt zum Beispiel aus. Man sieht auch schon, es funktioniert auch schon. Mein Ladegerät zeigt eine Spannung an von knapp 4 Volt. Aber ich habe ja nicht nur diesen Ladeadapter. Hier habe ich mir sogar noch was anderes gebaut. Hier kann man die Kontakte so verschieben, nach links und nach rechts. Je nachdem, was ich jetzt für einen Akku habe. Und hier habe ich so verschiedene, das ist zum Beispiel aus alten Ordnern, verschiedene Größen. Einmal so breit und da ganz breit. Da habe ich auch noch einen. Kann ich auch verschiedene Akkus dann da auch überprüfen. Auch diese Kontakte habe ich aus diesen alten Nokia-Handy da ausgebaut. Da wollen wir hier mal einen Akku einsetzen. So habe ich den auch eingesetzt. Und man sieht, es funktioniert auch, weil mein Gerät eine Spannung anzeigt. Jo. Dann habe ich jetzt die Möglichkeit, drei verschiedene Akkus gleichzeitig zu testen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Ciao.